Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Ich habe meine wunderschönen Einflusspunkte dazu genutzt, mal wieder mir einen neuen Operator zu kaufen. Warum machst du hier zu? So. Werde ich hier noch entdeckt? Ja, wenigstens getroffen. So, wir machen eine Cam dahin. Hoffentlich bringt die was. Macht das Sinn? So. Hinpacken. Ja, ich war gerade ein bisschen Brain AFK. Wir werden, ja, ich habe mir mal wieder ein bisschen Punkte ausgegeben und Vakery gekauft. Richtig geil. Und ich hoffe natürlich, dass ich damit auch Action machen kann. Oh, Scheiße, hier sollte ich eigentlich aufpassen. Der typische Punkt, wo man eigentlich weggeschossen wird. Gut, ich verpiesel mich mal lieber. Aufpassen! Behind you! Sehr schön. Ah, schade, er wollte nicht nochmal seinen Kopf zeigen, sonst hat man ihn gehabt. So, wir pingen mal, dass die anderen sehen, wo er war. Da wurde auf mich geschossen. Dann machen wir hier so ein wunderschönes Schildchen hin. Ja, kann ich nicht verändern. Oh, Scheiße, ich habe ja gar keine Muni mehr. Ah, aber noch getroffen. Sehr schön. Das, ja, doch mit der Deagle kann man killen. Das geht klar, auch mit einer Rosanen. Sehr schön, haben wir. Direkt angeguckt. So. Wen zocken wir im Angriff? Nehmen wir mal wieder. Nee, 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 nee. Wir nehmen Sledge. Was können? So, ich hoffe, dass wir auch die Küche angreifen müssen. Würde mir gefallen. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt die Camps von Valkyrie nicht so genutzt, aber die waren alle geil platziert. Jawohl. Ja, die sind auch hier. Ach, schade. So. Na dann. Gucken wir gleich mal rein. Ein Sniper haben wir. Mal gucken, ob der sich eine gute Position aussucht. Und Fuse. Dann müssen wir mal am besten oben frei machen.
Weil sonst kommen wir eigentlich da kaum ran. So, ich hoffe jetzt, dass keiner irgendwo rausschielt. Jo. Vielleicht gehen wir doch einfach mal YOLO-mäßig nach vorne. Sehr schön. Auch wenn es mich richtig viel Leben gekostet hat. Uiuiui. Boom, Alter. Sehr schön. Grenade! Okay. Jut, ich habe ihn anscheinend getroffen. Ich habe zwar keinen Plan gehabt, wo ich ihn schieße, aber ich habe ja anscheinend ein bisschen Support gegeben. Ja, definitiv. Durch mich hat Sniperino Man gesehen, wo er hinschießen oder wo er hinzielen muss, sagen wir so. Hinschießen nicht, aber. So, wenigstens ein bisschen was getan. Ich glaube. Ich glaube, ich nehme Mira. Ich hoffe jetzt, dass wir vielleicht in der mittleren Etage rauskommen oder oben. Eigentlich ist das ganze Haus geil für Mira, finde ich. Weil hier ist immer, es gibt immer gute Wände, die man halt verstärken kann und dann auch als, ja, sozusagen Mini-Bunker ausbauen kann. Ja, gerade hier unten für diese Ecke hier. Klar können auch Leute von hinten kommen. Aber das tun sie meistens nicht. Keine Ahnung warum, aber das tun wir halt einfach nicht. So, man könnte auch hier eine Wand hinmachen. Und wie ist Pingy mal das? Vielleicht versteht er das. So. Was wir noch machen können. Machen wir mal zu. Das ist zu. Nein. F. Nicht, dass ich mich jetzt hier selber in die Luft jage. Ich will das hier runter machen. Okay, Pings wurden leider nicht verstanden. Ist aber nicht so wild, denn dann mache ich das Mira-Fenster hier hin. Die Außenseiten sind nicht gedeckt in dem Sinne, deswegen. Na okay, hier steht ein Mute-Ding. Oh, das muss ja nicht sein. Oder muss ja nicht unbedingt. Ja, hast du nicht geschafft, wa? Mit deiner scheiß Drohne. Okay, wollen die von hinten kommen? Machen wir da mal einen kleinen Fluchtweg auf. Geschweige denn, muss ich die Dings nicht einreißen. Weil jeder, der dann runterkommt, würde nur die Tür sehen, die zu ist. Und sich vielleicht nicht auf diese hintere Ecke konzentrieren. Okay. Okay, steht hier in den Langgang. Alter, ich habe alles in dein Schild gejagt und er ist nur down. Das ist jetzt ziemlich bitter. Weil jetzt kann ihn einfach jemand aufheben. Das lief jetzt richtig scheiße. Hm. Ja, okay, können wir nichts gegen tun. Kann ich nichts machen mehr. Hm. Er hat mich leider noch gesehen, aber ich habe gedacht eigentlich, dass er zuerst umfällt, weil erstens schießt die Vector mega schnell und sein scheiß Schild war ja auch gut schnell weg.
Aber okay, gut, jetzt sind sie da hinten. Und er muss sich ein Duell liefern und verliert es leider. Guck lieber nach rechts, Frost, weil das hörst du, wenn die da drin sind. Weil dann hörst du, dass es getappt wird. Ja, Mute macht sich auf den Weg nach unten, das ist sehr gut. Sollte auch tun, weil nicht mehr so viel los ist. Er wird schon angeschossen. Von wo? Die Gegner sichern den Behälter. Letzte Versicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Sehr schön, er hat eine gute Position. Vielleicht springt Blackbeard noch in die Falle rein. Das wäre eigentlich ganz nice. Sehr schön. Er ist drinne. Jetzt sind noch zwei da. Oh, nur noch einer. Links. Rechts von dir. Links. Links ist das. Hebt ihn auf. Nein! Sehr schön! Gut, hat doch noch was gebracht, ihn angeschossen zu haben. Geschweige denn, dass er auch in die Falle gegangen ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er dann stirbt schon. Auch wenn er wieder aufgehoben wird. Aber okay. Wir haben trotzdem gewonnen. Makelloser Sieg. War jetzt nicht die killreichste Runde, aber trotzdem geil. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss!